herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich euch endlich zeigen, was ich mit den Zuckerstangen aus meinem letzten Video gemacht habe. Da hatte ich euch ja schon gesagt, dass ich eine Kleinigkeit damit vorhabe. Und da wir bei uns auf der Arbeit noch eine kleine Weihnachtsfeier veranstaltet hatten, hatte ich also auch die perfekte Gelegenheit, das mal für euch auszuprobieren. Und ich bin auch schon richtig gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Aber jetzt wünsche ich euch erst einmal viel Spaß beim Anschauen. Zunächst braucht ihr 18 weihnachtliche Muffins, für die ihr Mehl mit Natron vermischt, Zucker und Vanillezucker, Eier, Milch und Öl, Backkakao mit etwas Lebkuchengewürz, Salz und ein paar Dominosteine benötigt. Als erstes kommen die Eier mit einer Prise Salz in eine Schüssel und werden kurz aufgeschlagen. Anschließend folgen Zucker inklusive Vanillezucker und alles muss gut miteinander vermixt werden, bis sich die Zuckerkristalle komplett auflösen. Wenn die Masse dann schön aufgeschlagen ist, kommt das Milch-Öl-Gemisch hinzu, sowie das Mehl, und nachdem das kurz miteinander verrührt wurde, kann auch schon der Backkakao mit dem Lebkuchengewürz dazu. Wenn ihr dann alles gut miteinander vermixt habt, solltet ihr einen relativ zähflüssigen Teig erhalten und dann könnt ihr euren Ofen auch schon auf 175 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen. Jetzt braucht ihr natürlich noch ein Muffinblech, das ihr euch mit ausreichend Papierförmchen ausstattet. Zum Befüllen nehme ich mir einfach immer zwei Löffel, aber wer hat, kann auch gerne einen Eisportionierer verwenden oder sich den Teig auch in einen Spritzbeutel füllen. Dann kommt immer zuerst eine kleine Portion des Teiges in die Förmchen, bis der Boden bedeckt ist, und da drückt ihr dann vorsichtig einen Dominostein in den Teig und deckt diesen anschließend wieder mit etwas Teig ab. Da der Teig im Ofen auch noch aufbackt, solltet ihr die Muffinförmchen nicht zu hoch befüllen. Wichtig ist wirklich nur, dass der Dominostein von allen Seiten bedeckt ist. Nach ungefähr 15 Minuten Backzeit sind die Muffins dann auch schon fertig und schmecken jetzt schon unglaublich lecker und saftig. Aber wir wollen sie natürlich noch dekorieren, weshalb ihr sie in zwei Kreisen auf einen großen Teller oder eine Tortenplatte positionieren müsst, bis das Ganze schon leicht nach Adventskranz aussieht. Dann braucht ihr noch einen Spritzbeutel mit einer großen Sternhülle drauf und ein grün eingefärbtes Cupcake-Frosting, das ich euch natürlich auch noch in der Infobox verlinken werde. Damit euch die Cupcakes auch bloß nicht wieder vom Teller verrutschen, fixiert ihr sie am besten an der Unterseite, einfach mit etwas Frosting. Jetzt geht es endlich ans Aufspritzen und dazu fangt ihr am besten in der Mitte eines Cupcakes an und spritzt mit etwas Druck einen Kreis nach außen auf, bis ihr eine kleine Rose erhaltet. Das Frosting der Cupcakes sollte sich an den Rändern berühren und kleine Patzer oder abstehende Enden könnt ihr dann später auch ganz einfach ausbessern. Generell ist es wirklich einfacher, wenn ihr die Rosen schneller und mit mehr Druck aufspritzt, aber probiert das einfach aus. Selbst wenn es von Anfang an nicht klappen sollte, könnt ihr das Frosting entweder nochmal abstreichen und neu aufspritzen oder eben bei kleineren Patzern am Ende ausbessern. Wenn ihr dann im inneren Kreis angekommen seid, müsst ihr nur wieder darauf achten, dass benachbarte Cupcakes sich an den Rändern schön berühren und keine Spalten zu sehen sind. Größere Zwischenräume lassen sich allerdings auch nicht überall vermeiden, deshalb füllt ihr diese am Ende nochmal mit Frosting auf und spritzt das dann ruhig bis zum Boden auf, damit es bei zum Beispiel wärmeren Temperaturen nicht einfach wieder runterfällt. An dieser Stelle könnt ihr übrigens jetzt auch eure verpatzten Stellen etwas ausbessern, indem ihr an den Stellen vielleicht auch einfach nochmal ein kleines Röschen aufspritzt, damit man das am Ende nicht mehr sehen kann. Zum Schluss könnt ihr euren Adventskranz noch hübsch dekorieren. Ich habe mir hier zum Beispiel eine rote Schleife modelliert. Dazu habe ich euch ja auch bereits eine Anleitung in einem vorherigen Video gezeigt. Und dann habe ich sie an eine etwas misslungene Stelle positioniert, damit man das eben nicht mehr sehen kann. Dann kamen auch endlich meine Zuckerstangen aus dem letzten Video zum Einsatz. Die habe ich mir dann gerade über meine Schleife gesetzt. Und dann kamen des Weiteren noch kleine rote Kugeln aus Fondant dazu und ein paar passende Blätter. Die könnt ihr übrigens auch ganz einfach selbst herstellen. Ihr braucht entweder solch ein Fondant-Werkzeug oder einen aufgeschnittenen Strohhalm. Und dann stecht ihr einen blattförmigen Tropfen aus, den ihr dann an den Rändern mit diesen kleinen Zacken verbindet.
Und dann könnt ihr euch später noch ein rundes Werkzeug nehmen und die Ränder ein bisschen abflachen und nachmodellieren. Und dann muss das Blatt nur noch einen Tag lang trocknen. So sah der Adventskranz dann am Ende aus und ich bin einfach selbst total begeistert gewesen, wie toll das ausgesehen hat. Es war also überhaupt nicht schwer gewesen, hat super lecker geschmeckt und sieht auch einfach nur schön weihnachtlich aus. Ich hoffe, ihr probiert es auch mal aus. Wenn ja, schreibt mir doch, wie es gelungen ist oder postet mir ein Bild auf Instagram. Ansonsten wünsche ich euch noch schöne Weihnachten und am 26.12. sehen wir uns nochmal wieder. Da startet nämlich ein kleines Silvester-Special. Also seid gespannt und vergesst nicht zu abonnieren. Bis dann, tschüss!